Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei unserer nächsten Folge vom Videopodcast. Ja, hallo. Ja, der erste Teil ist ja wirklich so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall damit weitermachen. Und wir haben ja noch etwas Kleines versprochen. Genau, wir haben es letztes Mal schon angedeutet, glaube ich. Unter vielen deiner Videos ist immer wieder durchgedrungen, dass die Leute da draußen Fragen haben, die zu deiner Person sind oder zu deinem Umfeld, ganz generell einfach dich betreffen. Die habe ich mal zusammengetragen, so gut es geht. Und das werden wir heute in eine Art Interview packen und dich einfach mal ein bisschen den Leuten vorstellen. Die Fragen, die sie haben, versuchen zu beantworten. Schön, dann gibt es die Fragen gleich nach dem Intro. Okay, dann legen wir mal los mit den Fragen. Ich bin schon sehr gespannt. Genau, die erste Frage ist ja so die klassischste aller Fragen. Viele der Zuhörer und Zuschauer haben gefragt, ob du denn auch in Deutschland geboren bist. Ich glaube, du hast es auch mal in einem Video erwähnt, dass du vielleicht nicht hier geboren bist, aber für viele, die das vielleicht nicht mitbekommen haben und nicht gesehen haben, also die Frage, woher genau kommst du? Ich bin in Russland zur Welt gekommen. Allerdings habe ich deutsche Wurzeln. Ich bin im Alter von fast 10 Jahren, 9 Jahre war ich, 1990 bin ich zur Welt gekommen und 2000 ungefähr sind wir nach Deutschland gekommen, im Jahre 2000. Gut, jetzt hast du schon eine der nächsten Fragen mitbeantwortet. Der findige Zuschauer, Zuhörer, die Frage auch immer wieder gestellt hat, wie alt du bist. Wenn du 1990 geboren bist, lass mich rechnen, dann bist du, ich kenne dein Geburtsdatum, 30 Jahre alt. Genau, ich werde im Oktober 31 Jahre alt. Das ist ja noch ein bisschen, du wurdest im Oktober 30, das ist noch näher zurück, als das andere in Zukunft ist. Genau, genau. Wobei, Vorsicht, Frauen darf man in Deutschland nicht nach dem Alter fragen. Merkt euch das. Bei mir ist es jetzt noch nicht so schlimm. Ich gehe offen damit um und ich bin ja auch noch jung und habe keine Probleme damit. Aber je älter die Frau wird, desto unangenehmer ist es für sie in der Regel. Also nach Möglichkeit sollte man das nicht tun, oder? Ein guter Merksatz für alle. Auch für jeden, der hier nicht zuhört oder selbst in Deutschland lebt. Aber du hast gesagt, aus Russland. Mhm. In Russland bist du geboren. Nun ist Russland nicht gerade so klein. Kannst du uns ungefähr noch sagen, wo in Russland, geografisch gesehen? Ja, zur Welt gekommen bin ich in Krasnodar. Das ist ja, russisch und ist in der Nähe von dem Schwarzen Meer. Ja. Und danach bin ich mit meiner Mutter nach Sibirien gezogen, in die Nähe von Omsk. Das ist die Grenze von Sibirien. Und dort haben wir ein paar Jahre dann noch gelebt. Dann macht dir die momentane Kälte in Deutschland nichts aus. gute Frage, aber ich vermute, es ist eine andere Art von Kälte. Okay, okay. Ja gut, Krasnodar kennt vielleicht der ein oder andere noch vom Fußball. Das ist, die haben in der Champions League ab und an gespielt. Aber ein anderes Thema. Deine Fußballaffinität müssen wir hier nicht bekunden. Nicht thematisieren, genau. Genau. Dann die nächste Frage, direkt darauf anschließend. Wann und wie kamst du dann nach Deutschland? Also in welchem Alter und wo genau bist du dann aufgewachsen? Ich bin, wie schon soeben gesagt, im Alter von 9 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich wurde dann 10 Jahre hier und wir sind direkt ins Saarland gekommen. Das schöne Saarland. Ja, eines der kleineren Bundesländer und dort haben wir unsere Familie erstmal getroffen und im Saarland bin ich zur Schule gegangen und habe ganz in der Nähe in Trier später auch studiert. Was aber dann nicht mehr Saarland ist. Nein, das ist Rheinland-Pfalz. Genau. Okay, also im Saarland mehr oder weniger aufgewachsen, zumindest die Kindheit erlebt und dann bis zum Studium hin auch im Saarland gelebt und ja. Genau. Entschuldigung. Gut, dann darauf direkt aufbauend die Frage. Nun sind wir ja nicht mehr im Saarland, wir leben in Nordrhein-Westfalen.
Aber dazwischen, was war da noch Station? Wo bist du rumgekommen in der Welt? Vielleicht in Deutschland, wo hast du gelebt? Vielleicht auch warst du wieder in Russland oder sonst wo auf den schönen Flecken dieser Erde? Also ich habe in Deutschland geografisch gesehen in mehreren Städten schon gearbeitet. Verrate sie uns. Ja, ich war halt eben relativ lange im Saarland und in Trier, Rheinland-Pfalz. Ich war auch schon in Bayern. Ich habe eine Zeit lang mal in Passau gelebt. Auch eine sehr, sehr schöne Stadt mit einem sehr interessanten Dialekt, Bayern generell. Danach habe ich eine Zeit lang in Berlin gelebt, ein paar Jahre. Nach Berlin war ich sogar im Ausland, in China eine Zeit lang. Dort warst du ja auch. Genau. Aber du warst im Norden von China. Also ich war in Peking, genau. Du warst in Guangzhou, richtig? Ja. Und da war es wärmer. Das war schön. Vermutlich, ja. über das Schöne müssen wir ja nicht diskutieren. Das ist sehr subjektiv, was schöner ist. Aber nach China kam ich dann erstmal nach Frankfurt. Dort habe ich für Telk gearbeitet. Das ist eine der Firmen, bei denen man seine Sprachprüfung am Ende dann auch ablegt. Und nach Frankfurt hat es mich dann nun final nach Düsseldorf verschlagen. Das ist auch sehr schön. Absolut, ja. Das Herzen NRWs. Jetzt wird jede andere Stadt in NRW hoch aufforschen. Gut, das ist dann schon die nächste Frage gewesen, aber deine Familie lebt noch größtenteils im Saarland. Ja, richtig. Ich habe noch eine Schwester, die jünger ist als ich. Genau. Und sie wohnt mit meinen Eltern im Saarland. Genau, das war auch immer wieder ein Thema der Fragen, ob du noch Geschwister hast. Du hast dann eine Schwester. Genau. Ich habe noch eine kleine Schön. Schwester. Eine die kleine ist, Schwester. Ja, also die ist größer als ich, größentechnisch, aber sie ist jünger als ich. Okay. Deshalb immer noch die kleine Schwester. Natürlich, wird sie auch immer bleiben. Aber wir haben einen Altersunterschied von 8 Jahren, genau. Oh, ein großer Unterschied. Ja. Gut, auch immer wieder sehr gerne in den Kommentaren gefragt ist, was war so das Ungewöhnlichste oder das stärkste Erlebnis, die größte Erinnerung, wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, du warst 9, als du nach Deutschland kamst, was so von Deutschland bei dir hängen geblieben ist? Was war so die krasseste Erinnerung, wo du auch heute noch vielleicht mit einem Schmunzeln daran zurückdenken musst, was so das, ja, man würde sagen, typisch Deutsche war? Typisch Deutsch. Im Nachhinein erinnere ich mich ganz gerne an die Dialekte, denn der Saarländische oder der typische Saarländer spricht kein Hochdeutsch, sondern Saarländisch, ähnlich wie in Bayern Bayerisch. Und das ist für jemanden, der die Sprache neu lernt, und ich hatte wirklich keine Sprachkenntnisse, ist es sehr, sehr schwierig. Darüber hinaus, was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Du hast mir mal im Privaten eine Geschichte erzählt, die, ja, ich jetzt einfach mal so hier verraten will, beziehungsweise du darfst sie verraten. Es hat was mit einer Toilette auf sich. Ja, okay, also ich kann es auch gerne erzählen. Ich bin auf dem Land groß geworden, beziehungsweise, das heißt groß geworden, bis ich 9 Jahre alt war, habe ich auf einem Bauernhof gelebt und wir hatten kein fließendes Wasser. Wir sind in Sibirien Mitte der 90er Jahre. Richtig, richtig. Und ich war als Kind tatsächlich nicht mit einer Toilette vertraut, also mit einem Klo, bei dem man die Spülung betätigt und Wasser abfließt. Deshalb war das eine sehr neue Situation für mich. Ja, also im Nachhinein muss ich dann doch sehr drüber lachen, aber so war das halt einfach. Ja, sehr lustig. Wir hatten aber in der letzten Folge das Thema, das vielleicht zu Selbstverständliche nicht ganz so selbstverständlich mehr zu sehen. Und es gibt ja Regionen auf der Erde, da ist das gang und gäbe, eben keine Toilette oder zumindest nicht diesen Zugang zu fließendem Wasser zu haben. Richtig. Und da kann man sich immer mal wieder vor Augen führen, dass manche Sachen, die man für selbstverständlich sieht oder sich so zumindest verhält, dass es vielleicht doch gar nicht so selbstverständlich ist. Nein, absolut nicht. Und woran ich mich noch sehr, sehr
angenehm und stark erinnere, ist einfach dieser Überfluss. Also wenn man hier in einen Supermarkt geht beispielsweise und einkauft, dann sieht man unglaublich viel Auswahl. Und das kannte ich von damals auch nicht. Sicherlich, es war eine andere Zeit. Ja. Kann sein, dass es heute in Russland in meiner alten Stadt genauso ist. Und hier teilweise nicht mehr. Also du kanntest keine Toilette. Heute findet man kaum mehr Toilettenpapier im Supermarkt. Ja, es ist besser geworden. Ich glaube, die Leute kaufen nicht mehr ganz so viel Klopapier. Aber ja, also ich glaube, das waren so die mit einprägsamsten Momente für mich von damals. Ja, super. Und du sagtest eben, du kamst nach Deutschland mit wirklich null Sprachkenntnissen der deutschen Sprache. Mhm. Das auch immer wieder sehr gerne gefragt, wie hast du Deutsch gelernt? Jetzt vielleicht fernab vom Schulischen, vom Schuldeutsch, vom... Ja, also im Alltag. Eher, wie hast du dir Deutsch selbst vielleicht beigebracht? Weil deine Familie konnte wahrscheinlich auch, konnte die Deutsch. Hast du von der Familie was abgucken können? Mhm. Es gab vermutlich zu der Zeit noch kein Netflix. Nein. Erzähl uns davon. Es gab kein Netflix. Meine Familie sprach teilweise Deutsch, denn ich hatte deutsche oder habe deutsche Wurzeln. Das, was man... oder wie man diese Völkergruppe nennt, ist Russlandsdeutsch. Also sie haben ein sehr altes Deutsch gesprochen, aber nicht mit uns Kindern. Das heißt, ich hatte wirklich null Sprachkenntnisse. Und wie habe ich Deutsch gelernt? Leider nicht durch Netflix, sondern auch durch Fernsehen. Ich habe Kinderserien geschaut und Programme, weil das Deutsch darin ja dann doch ein wenig simpler und einfacher ist. Ich habe aber auch ganz schnell Kontakt zu Muttersprachlern gesucht. Mhm. Also das bedeutet, ich habe mich versucht, in Gruppen zu integrieren, in denen man Deutsch gesprochen hat. Und das habe ich durch Sport gefunden. Ich habe im Alter von 10 Jahren angefangen, Volleyball zu spielen in einer deutschen Mannschaft. Und natürlich musste man sich dann auch auf Deutsch austauschen. Und dadurch kam ich sehr, sehr schnell in die Sprache rein, aber auch in der Schule natürlich, mit Freunden austauschen. Ich glaube, das waren so die Hauptwege für mich damals. Und was war die Lieblingskinderserie im deutschen Fernsehen? Oh, da triffst du mich gerade auf kaltem Fuß, sagt man das so? Ja. Ja. Aber... das wüsste ich jetzt noch nicht mal. Kinderserien? Welche gab es denn damals? Bei uns gab es damals die Serie noch vor Pokémon und Dragon Ball. Das waren die Kickers. Das war eine ja, das ist eine Zeichentrick. Ich glaube, ich habe damals Alf ganz gerne geguckt. Der Alf. Genau. Ich weiß nicht, ob es das noch heutzutage gibt, aber das war so ein außerirdisches Monster. Genau, ne? Klassischen amerikanischen Familie. Es war dann eine amerikanische Serie. Ja, genau. Die dann im Deutschen kam. Genau. Ja. Ja, kenne ich auch noch. Und dann gab es noch Animes. Mila, die Volleyball spielende Dame. Kickers war, glaube ich, auch. Das war auch Anime, nur mit Fußballspielern. Ja. In meiner Jugend oder meiner Kindheit, es gab noch die Simpsons. Mhm. Habe ich auch sehr, sehr gerne geguckt. Aber es ist immer noch ein ganz toller Tipp auch von mir, wenn jemand eine Sprache Moment, lernt. Moment. Ja. Lass uns darauf kommen zur letzten Frage, das natürlich auch immer brennend für unsere Zuhörer und Zuschauer interessiert. Mhm. Was sind so denn deine Tipps zum Deutschlernen? Habe ich es ja schon fast vorweggenommen. Außer natürlich diesen YouTube-Channel und den Videopodcast zu sehen. Ja, aber selbstverständlich. das ist halt immer noch neben Serien mit Untertitel schauen und Musik hören natürlich auf Deutsch, je nachdem, welche Präferenz man hat. Ist es, sich im Alltag wirklich mit Muttersprachlern und deutsch sprechenden Menschen auszutauschen. Häufig verfällt man sozusagen in alte Strukturen und unterhält sich lieber mit Leuten, die eigene Sprache sprechen. Natürlich, es ist einfach und es ist angenehm, aber es bringt einen nicht wirklich weiter. Ich glaube, man muss irgendwann mal den Schritt gehen und sich trauen, viel deutsche Sprache im Alltag zuzulassen. Ja, und
Ich kann vielleicht ein Beispiel bringen aus meiner Zeit, sei es jetzt in China oder auch sehr oft mit der englischen Sprache, dass sehr viele Muttersprachler oder gut sprechende Menschen außerhalb Deutschlands, die Englisch sehr, sehr gut sprechen, auch da sehr offen sind mit eventuellen Fehlern. Das heißt, ich hatte sehr, sehr oft auch ein bisschen Angst oder Scham davor, einen Fehler zu machen und habe deswegen lieber weniger gesagt oder mich weniger getraut. Mhm. Wie war da dein Eindruck von den Deutschen, in Anführungszeichen, oder von den Leuten in deiner Umgebung? Mhm. Muss man da wirklich diese Angst haben oder was sagst du da den Lernern und was kannst du da berichten? Ich glaube, man kann nicht so leicht pauschalisieren. Das bedeutet, man kann nicht sagen, ach klar, du musst immer nur reden und die Leute haben da Verständnis dafür. Denn es gibt sicherlich Leute, die haben kein Verständnis dafür, dass man Fehler macht. Aber meine Erfahrung ist es, dass viele Menschen es sehr zu schätzen wissen, wenn man es zumindest mal versucht. Ja? Und wenn es jemand beispielsweise nicht so gut auffasst, dass man kein gutes Deutsch spricht, dann, dann sollte man sich vielleicht nicht mehr länger mit dieser Person unterhalten. Aber trotzdem nicht den Mut verlieren und wirklich immer weitermachen. Denn die meisten wissen es wirklich zu schätzen. Vielleicht noch ein letzter Tipp, der mir auch persönlich sehr, sehr viel gebracht hat und mir weitergeholfen hat, war die Motivation und den Spaß zu finden. Mhm. Ja, also wirklich sich irgendetwas zu suchen, irgendeinen Bereich beispielsweise, den man sehr spannend findet und die Sprache in dem Bereich integrieren. Wenn ich jetzt beispielsweise super gerne mich mit Autos beschäftige, ja, dann schaue ich mir Reportagen über Autos auf Deutsch an und so weiter. Also wirklich irgendwie einen Bereich finden, der mich fasziniert und den ich toll finde. Was war es bei dir? Bei mir war es der Sport. Oder ich habe auch sehr gerne gelesen. Ich liebe Bücher und ich habe sehr viel gelesen damals. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Hilfsmittel damals war. Es gibt aber verschiedene Lerntypen. Es gibt ja Leute, die lernen visuell sehr schnell. Es gibt Leute, die hören sehr gerne zu und lernen dadurch und so weiter. Also es gibt verschiedene Lerntypen. Mhm. Und der erste Tipp ist es, die Motivation und den Interessensschwerpunkt zu finden, wie das Beispiel mit den Autos eben. Und das zweite ist, vielleicht im ersten Schritt auch rausfinden, was für ein Lerntyp man selber ist. Damit man zumindest mal einen Einstieg in die Sprache hat. Natürlich muss man alle Kompetenzen erlernen, um schon allein die Tests zu bestehen. Ja, also es reicht nicht, wenn ich nur sprechen kann, aber nicht schreiben kann, dann bestehe ich den Test trotzdem nicht. Aber vielleicht ist das ein guter Weg, um den Einstieg zu finden und erste Erfolgserlebnisse mitzunehmen aus dem Sprachenlernen. Super. Dann hoffe ich, dass die Zuhörer und Zuschauer sich daraus etwas ziehen können und diese Tipps bestmöglich umsetzen können. Das wäre natürlich wünschenswert. Von meiner Seite oder von den Zuhörern wären das soweit alle wichtigen Fragen. Mhm. Ich denke, wir konnten viel über dich erfahren. Und vielleicht habe ich was vergessen. Dann sollen die Leute es gerne in die Kommentare schreiben und wir machen vielleicht einen zweiten Teil. Ja, warum nicht? Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass ihr sehr lange durchgehalten habt und wenn ihr etwas nicht verstanden habt, bitte nochmal, es ist kein Problem. Versucht dran zu bleiben, einzelne Wörter zu verstehen und nach werdet ihr merken, dass euer Deutschverständnis beim Hören immer besser wird. Das stimmt. Okay. Dann vielen Dank, Constanze. Vielen Dank auch an dich und an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.